Hallo, hier ist euer Shadowbroker 80 mit einer neuen Folge Assassin's Creed. Sorry nochmal, dass an Mittwoch keine Folge kam, dafür kommt ihr an Donnerstag und an Freitag kommt ja die nächste Folge. Da ich an Mittwoch ein bisschen arbeitstechnisch sehr stark eingeplant war, hatte ich total keine Zeit gehabt, um die Folge zu machen. Bitte seht mir das nach. Und heute machen wir eine kleine Special-Folge, also heute an Donnerstag, 14. machen wir die Animus-Anomalie und dann hier in Lancashire machen wir jetzt alle Weltereignisse, die ich aufgedeckt habe. Dann gucken wir mal. Okay, ich wünsche euch dann viel Spaß dabei. Achso, und hier oben die Maske nehmen wir auch noch mit. Müsst ihr was? Spottschreit. Nee, den machen wir noch nicht. Die machen wir andermal. Okay, jedenfalls die ganzen Weltereignisse, das hier zum Beispiel. Und in den Videobeschreibungen steht es dann drin, welches Weltereignis gerade gemacht wird. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Euer Shadowbroker. Gespannt, was hier passiert. Nicht so was. Bex, siehst du das auch? Ja, komisch. Irgendeine Art Anomalie. Der Rest deiner Simulation ist eingefroren. Ich sehe ein freies Datenpaket in der Nähe. Mal sehen, ob ich da rankomme. Okay, aber mach langsam. Wir wissen ja nicht, was es ist. Okay, langsam. Hat sie doch extra gesagt, ne? Drücke A die ganze Zeit, um ein paar Kohle aufzumachen. Okay. Ach, das erinnert mich irgendwie, was wir auch in Asgard gemacht haben. Mit diesen Tränen. Okay, auf diese komischen Balken. Blub. Mal hoch. Mal gucken, wo wir dann hin müssen. Nicht? Davon nicht? Oder hier? Gute Frage, nächste Frage. Wir müssen erstmal hier. Oh, wie ich das vermisst habe, dieses Gekletter. Okay, hier brauchen wir dann zwei. Warte mal, wir machen das schon mal hier sowas. Dann klettern wir hier, hier runter. Boah, das hätte auch schief gehen können. Stand da irgendwas, ich soll die ganze Zeit A drücken für Parcours. Und was mache ich? Nicht A drücken. Typisch Shadow. So, dann hier. Dann wir hier runter, buchsen. Dann darüber. Darüber. Sehr interessant. Okay, bitte hier. Was jetzt? Dahin? Oder hier? Nee. Soll ich nicht hinschreien? Ach, da drüben ist auch eins. Okay. Hab ich. Also den. Hier? Oder hier? Wer ist hier? Von da komme ich hier nicht hier hin. Probieren wir es von hier. Kleiner Hinweis. Das blendet hier. Ob das jetzt richtig? Ja. Mann. Ich hätte mal in der Nacht hier hochklettern sollen. Hochklettern ist gut. Wenn die hier runterfällt, die ist. Naja, ja, dann kräht schon. Wach auf, Liebster, wach auf. Soldaten stehen vor der Tür. Sie wollen dich holen. Uns. Sollen sie mich holen? Ich fürchte mich nicht. Dann werde ich meinem Zorn vor Gericht Luft machen. Sie töten dich, bevor sie dich reden lassen. Ich wende mich an den Rat. Sie müssen erfahren, was der Wütende getan hat. Sie sind hier. Dafür bleibt keine Zeit. Was? Hier ist? Wo? Kaputt? Da komme ich nicht hin. Warte mal. Machen wir was anders. Ach, diese Sonne, ey. Die nix, deswegen. Die Sonne blendet. Total. Runter. So, ne?
Da tötet. Ah, okay. Dann probieren wir es nochmal so aus. Ich muss das. Ja, wie komme ich dann hier von hier rüber? Ah! Also hier hin. Das wird hoch, ey. Hatte ich euch schon gesagt, ich habe Höhenangst. Obwohl ich durch meine ehemalige Arbeit als bei der Feuerwehr dauernd auf einer Drehleiter war. Aber. Boah. Da wurde dann doch schon ein bisschen mulmig, ne? Ach, die Ruine. Aber eine schöne Aussicht, denke ich, wenn man nicht daran denkt, dass es so hoch ist und das ein Spiel ist, dann geht's da. Habe ich mir auch immer damals gesagt. So, das obere? Ja, nehmen wir das obere. Dann nehmen wir den unteren für mit den anderen. Ich müsste eigentlich vielleicht auch mal in die Gegenwart gehen. Vielleicht gibt es da auch irgendwelche Ereignisse. Würde ich vielleicht in der nächsten Folge gucken. Ja, warte ich. So. Ja. Die Sonne nervt total. Hätte man einen anderen Zeitpunkt suchen sollen, wo ich hochkletter. Wird ja immer schlimmer hier, ey. Aber das ändert nicht. Umso mehr ich mecker, umso besser wird es. Ich nähere mich jetzt dem Datenpaket. Ich sehe es. Es ist verschlüsselt, aber das kriege ich schon hin. Okay. Hab die Daten. Hier kommen sie. Ach, so was ähnliches wie im anderen Assassinen-Teil, so eine Art Datenschnipsel. Sonne nervt. Erinnert mich teilweise an diesen Grafikbug, der damals war, wo wir mit den NVIDIA-Treiber. Und, und ich hatte auch am Mittwoch erstens auch nicht gespielt, wegen am Mittwoch gab es wieder einen Patch, besser gesagt heute. Nein. Ja. Dann hoffen wir auch mal, das Spiel ist dadurch ein bisschen stabiler geworden. So, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir nicht da unten, sondern hier oben sind. Ach, nehme ich euch mit. Schnell reise wieder, Gott, dann schnell. Ihr könnt ja dann im Video in der Zeitleiste dann springen. Komischerweise habe ich da Kino gehört. Junge, bitte? Wollen mich doch jetzt rollen, oder? Wenn das jetzt 400 Meter entfernt ist, dann. Ja, okay. Dann brauchen wir doch Wolfi. Also nicht Wolfi, sondern mein Wolf. Ich habe mir auch eine neue Frisur gegönnt. Ich habe die Seiten schön abrasiert. Und einen schönen Pferdeschwanz dazu. Neue Tätowierungen habe ich mir aufgelegt. Laut Updates soll ja auch die Belohnung von Ubisoft funktionieren. Was immer noch nicht funktioniert. Also. Naja. Nö, ihr Schafe. Ich finde es unter aller Sau eigentlich. Das Belohnungssystem hier nicht funktioniert. Ja, komm mal, ich bin jetzt rum. Sechste Schiff da. Schweig! Edel magst du sein, doch hier bist du nur meine Gefangene. Und du wirst tun, was ich sage. Bestimmt nicht. Ich bin gefangen. Ein Herausforderer naht. Ach, welch Sieg. Ich bin gefangen. Ein Herausforderer naht. Ach, welch Sieg. Ich bin gefangen, kann nicht entkommen, so hilflos. Oh, ich brauche jemanden. Tot. Genug, ich gebe auf. Such dir einen anderen Beschützer. Seltsam. Es ist vorbei, du kannst nun rauskommen. Tarkin? Mein Tarn? Was ist passiert? Dein Entführer ist geflohen. Er war etwas weichlich für meinen Geschmack. Was willst du wirklich hier? Oh Gott, nein! Es war nur ein Spiel! Eine Tollerei! Mein lieber Tarkin, wie konntest du nur?
Ich sah einen Mann, der dich gefangen hielt. Alles Teil der Verführung. Oh Gott, du dachtest wirklich, mein Leben wäre in Gefahr? Und du setztest dein eigenes. Oh, du bist so tapfer. Welch Beschützerin. Das ist ein Witz, oder? Bitte, du musst für mich kämpfen. Wer weiß, was dort unten lauert. Welch bösartiges Volk mir schaden will. Ich brauche Schutz. Stark und standhaft. Bitte, halte unten Wache. Wenn ich das tue, kommst du heraus? Oh, aber sicher doch. Ja. Stell dich einfach vor die Tür dort unten. Damit bist du gleich zwischen mir und all den bösen, bösen Männern. Schon Wolf. Mein Wolf, wissen's? Und was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt hier die ganze Zeit stehen und mich langweilen, oder? Tief hinein. Achso, das war die andere Quest, okay. Ärger. Oh, gut. Echter Ärger. Verhalte dich still. Oh, wie schrecklich. Ich, eine Königstochter, die mit allen seltenen Steinen ihres hohen Hauses fortliegt. Hä? Was war das? Kann ja nicht schaden, mal nachzusehen. Ah. Moment mal. Steh mir bei. Oh. Oh, zwei sogar. Aua. Oh. Du hast es wieder geschafft. Ja. Es scheint unser Schicksal auf ewig sofort zu fahren. Ich schätze, ich sollte jetzt gehen. Bist du noch da? Meine Retterin! Oh je. Weltereignis abgeschlossen. Die weiße Dame von Timbrot. Wo war ja das Theater gewesen? Hast du dich im Heu verkrochen? Wer? Wer hat sich im Heu verkrochen? Ich habe mich gar nicht im Heu verkrochen. Ich kann dir gerne nochmal eins in den Rüssel geben. Jetzt habe ich mich im Heu versteckt. So, okay. Dann das nächste Weltereignis. Was ist denn hier? Da werden wir mal kurz Looky Looky machen. Was da sein kann. Ja, nur 100 Meter. Willst du mich angreifen? Blödet Vieh. Und dann 500 Meter noch da. Ach, das ist so ein Infoverkäufer. Oh, vielleicht hat er neue Infos für mich. Nein, ich will nicht darauf. Ich bin doch gerade abgestiegen. Hallo. Hallo, du. Suchst du etwas? Nö. Vielleicht kann ich helfen. Jojo, meine Preise sind sehr gerecht. Dann ist gut. Dann nehme ich mal... In Ordnung. Sure. Zeig mir mal deine Karte. Da, an diesem Ort. Hier. Danke. Hilfe? Oder wer? Was? Blub. Das war einmal. Nehmen wir die Augen. Feigling. Feigling. Boah, ey. Komm doch mal in die Hände. Ich tu doch nicht. Schieß doch nur einen kleinen Pfeil auf dich. So. Das ist hinter dir. Kann ich hier nicht dulden. Wolf auch noch. Bisschen abschnupfeln. Entschuldigung, da ist unser Wolf. Arr. Naja, ist der Wolf. Dann hier drüben. Geht noch wieder. Bin gespannt, was da für ein Weltereignis ist. Ich denke mal, ich werde das dann doch jetzt zuschneiden. Also wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. Wir müssen das Haus in Brand stecken, damit sich der Raubzug echt anfühlt. Ich hab's ja nicht vergessen. Du sagtest, du bringst deine mit. So, dann sind wir beim nächsten. Ich kann alles selbst machen. Machen die denn da? Hallo? Habt ihr ein Problem? Bitte lenk uns nicht ab.
Okay. Wir versuchen hier ein Problem zu lösen. Wir brauchen Feuer, um das Haus anzuzünden. Denk nach. Wie konntest du die Fackel vergessen? Ich sagte doch, wir müssen das Haus in Brand stecken, damit sich der Raubzug echt anfühlt. Ich hab's. Bitte lenk uns nicht ab. Wir versuchen hier ein Problem zu lösen. Wir brauchen Feuer, um das Haus anzuzünden. Denk nach. Warte mal, ich hab's. Siehst du? Nein. Nicht das Horn. Ich hab doch Fackel gebraucht. Alle. Ich hab Feuer. Wie konntest du die Fackel Bitte lenk uns nicht ab. Wir versuchen hier ein Problem zu lösen. Wir brauchen Feuer, um das Haus anzuzünden. Denk nach. Wie konntest du die Fackel vergessen? Ich sagte doch, wir müssen das Haus in... Ah, die Fremde hat uns geholfen. Bitte schön. Komm her, Gör. Wer bist du? Die Feuermacherin. Ihr wolltet Feuer. Da habt ihr es. Obwohl mir schwant, dass ihr für was auch immer ihr plant, schlecht vorbereitet seid. Die hält uns für Narren, Bruder. Wir Söhne von Ragnar haben hier alles im Griff. Nein, haben wir nicht. Söhne von Ragnar? Ich weiß, er hat viele, aber von Dumm und Dümmer habe ich noch nie gehört. Was habt ihr denn vor? Wir proben einen Überfall. Wir haben unsere wertvollsten Besitztümer reingeschafft, um es spannend zu machen. Selbst Meisterplünderer wie wir müssen in Form bleiben, Bruder. Aha. Beeilt euch lieber. Ja, für den Ruhm. Bitte, komm mit. Ich will das nicht mit meinem Bruder allein machen müssen. Okay. Der Raubzug wird uns zu Legenden machen, Bruder. Clans werden betteln, dass wir ihnen beitreten. Unsere Namen werden in Valhall erklingen. Sei unbesorgt, Gör. Zusammen werden wir noch eine große Kriegerin aus dir machen. Mich dünkt, wir haben ihr nicht allzu viel beizubringen. Los, Bruder, wie besprochen. Lass diese Tür zerbersten wie in einem strafenden Sturm. Tritt zurück, Gör, und sieh zu. Du kannst vielleicht noch was lernen. Ich bin so aufgeregt. Meine Stimme versagt gleich. Ich schaffe es nicht. Zart wie ein Lamm. Geh zur Seite. Auch nicht. Was ist los? Die Tür geht nicht auf. Nimm den Schlüssel. Ah ja. Aber wo hab ich ihn? Götter. Mutters Axt ist da drin. Bitte, Fremde. Du musst sie uns zurückholen. Finde einen Weg hinein. Dumm und dümmer, sag ich doch. Oh Mann. Ihr seid so... Naja. Wenn ich raten darf... Hier... So... Kann ich auch mal loslassen. Hier... Oh, guck mal, eine Tür. Ich habe es geschafft! Ja, ganz cool. Hier sehe ich sie nicht. Nein. Wir wollten sie doch in einem Fass verstecken, oder? Wer wollte das tun? Ich nicht. Holen wir uns erstmal hier. Junge. Boah, ey, diese Optik hier drin. Da hinten ist noch was. Wieder falsch! Denk nach! Die Taschen! In der Ecke! Ich glaube, da habe ich sie reingesteckt. Dann geht die Tür auf, Mama. Muss ich die auch aufschließen? Nö. Und dann fällt ihm bestimmt jetzt in der letzten Minute so ein, so... Ach, ich habe zufällig den Schlüssel doch in der Hosentasche. Oh Mann. So. Das muss der Schlüssel zur Tür sein. Oh toll. Hier! Komm schnell raus da! Ihr tauben Nüsse! Ich bin wohl auf. Das ist euer großes Glück. Kein Glück. Gerissenheit. Ich habe Mutters Axt aus dem Haus geholt, wohlwissend, dass dieser Trottel sie vergessen würde. Und dafür hast du den Schlüssel drin liegen lassen. Ihr zwei seid so nützlich wie ein Glashammer. Ich bin weg. Fest abgeschlossen. Hör nicht drauf, Bruder. Deppensaga Teil 1. Bald wird die ganze Welt unsere Namen kennen. Vielleicht sind es die beiden, die der Kommentator gemeint hatte. Mit die Söhne von Ragnar. Hey, die sind ja der Oberbörner. Die beiden sind so dumm. Ach.
Dumm und dümmer, ja. Okay, dann machen wir als nächstes Weltereignis das hier. Man muss es ja nicht extra schneiden. Platsch. Mal gucken. Ach, hier muss ich den Cornito laufen. Geweiher. Ich dachte, hier habe ich alle. Alle Gegner ein bisschen weggejagt. Nein. Nee, das sind Schlangen, oder? Aus den Schlangen. Gut? Gut? Schlangen. Hatte ich nicht gesagt, ich hasse Schlangen? Ich hasse diese Viecher. Nein, nicht in Heuhaufen. Prost. So. So. Da ist noch zwei. Ich hab nämlich keinen Bock nachher. Nicht hier auszusehen. Wenn ich hier rauskomme. Wenn ich hier rein muss. Überschlangen. Muss da so rein, oder? Sind wir zum Schatz? 5 Meter noch drauf. Okay. Hallo. Oh, Schlamm. Oh, noch ein. Der Vorteil hat, ich bin ja so schön wieder. Und wenn ich die Teile dann verschließe. Ich hätte hier auch mal Teile herstellen können. Das ist auch cool. Ja. Erstmal kurz. Ah, guck mal, hier ist auch noch was. So. Die Tür ist verschlossen. Okay. Kommen wir vielleicht später noch ran. So. Dann gucken wir mal. Schreit die ganze Zeit noch ein? Wie war das? Du hast mich gehört! Ich brauche Eier! Schlangeneier! Die kleinen Scheißer gehen einfach nicht weg! Das Land ist mein Land! Ich war zuerst hier! Also wie gesagt, bring mir Schlangeneier und ich sorge dafür, dass sie nie wiederkommen! Schlangen ärgern war nicht mein Plan für den heutigen Tag. Aber das lässt sich ja ändern. Eine Belohnung? Ja, ich verstehe, was du meinst. Bring mir die Eier, dann entlohne ich dich. Hab ja, Schneider. Oh, mehr Schlangeneier. Oh, das ist schon viel besser. Das wird langsam. Ja, das macht sie mit den Eiern. Ich spüre es. Mehr Eier, mehr. Hört sich irgendwie pervers an. Oh, nee. Oh, ja. Das wird eine Drecksau. Oh, ich wusste, ich würde es bereuen. Da kamen meine Innereien fast mit raus. Ach, könnte ich nur sehen, was jetzt oben geschieht. Mein Lohn, bevor ich jämmerlich ersticke. Wie vereinbart. Und? Hast du nichts zu sagen zu diesem übermächtig abgelassenen Wind? Er war umwerfend. Weltereignis abgeschlossen. Was? Stinktrank? Ach, Stinktrank. Wird eklig. Und 2 Fertigkeitspunkte bekommen. Super. Super Leistung. Ja, dafür, dass die nur rumgefuhr. Ah, guck mal. Kloakenschlüssel.
aufschließen. Haben wir so ein paar Vorräte und andere schöne Sachen. Hier oben ist auch noch was. Ach, jetzt bin ich hier wieder an der Ecke fest. So. Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Was soll ich denn hier machen? Achso. Kann ich hochklettern oder was? Was ist das an? Da kommen wir hoch. Wir öffnen. Hallo. Oh Gott, der Geruch! Ich muss... Mein Hals! Als hätte jemand Salz hineingestreut. Ist das eklig? Ja, okay. Hier ist nichts mehr. Das ist ja abartig. Oh Mann. Das war was Witziges. Okay. Dann haben wir hier noch zwei Weltereignisse. Und dann haben wir es geschafft. Ich werde jetzt gucken. Dürfte ja nicht weit weg sein. Also ich werde jetzt hier nicht schneiden. Ich habe jetzt nur einmal geschnitten, das reicht. Und wir sind ja gerade bei 11 Minuten. Das ist ja völlig in Ordnung, denke ich mal, für euch. Boah, ist das eklig. Hört ja immer noch in der Nase, das Zeug. 300 Meter nach da. Nee, zu den Schleimmeister wollen wir nicht. Wir wollen zu den Weltereignis. Den Schrottschreck wollen wir jetzt auch noch nicht machen. Trotzdem danke. Den Sportschritt muss ich fast eine Laune sein. 90 Meter hier schaffen. Ne? Luft anhalten. Mal guck mal, ich kann unter Wasser reden. Das soll doch einer mal nachmachen. Okay, wenn ich unter Wasser rede, in Ernst, dann blubber blubber oder so, ne? Also. So. 25 Meter. Könnt ihr euch ja dann durchlesen, wenn ihr es lesen wollt. Willst du mit mir singen? Ja, so gerne. Das hilft, die Zeit zu vertreiben. Ja, komm her! Du siehst so aus. Dieses Lied. Du hast sicher viele Tage auf einem Langschiff verbracht. Oh ja. Siehst du meine salzgegerbten Haare? Sie haben ziemlich was abbekommen im Lauf der Zeit. Jetzt sind sie wie Stroh. Dann solltest du dich von Pferden fernhalten. Ha, du bist sehr scharfsinnig und hart im Nehmen, wie es aussieht. Aber du bist nicht vom Ragnarsson-Lager in Kleopedun. Ich hätte dich wiedererkannt. Ich gehöre einem anderen Clan an. Warum hast du deinen verlassen? Ich wurde verstoßen. Okay. Zu alt. Zu schwach. Ich war nur noch Ballast. Ich muss mich daran gewöhnen, Schlachtfelder nur noch aus der Ferne zu sehen. Darin liegt keine Schande. Nicht viele leben lang genug, um sich zur Ruhe zu setzen. Du hast es dir verdient. Hab ich das? Oder habe ich meine Gelegenheit verpasst? Ich dachte, ich wüsste, was kommt. Aber jetzt erscheint mir alles fremd. Sei offen dafür. Segle übers Meer. Schreibe deine Lieder und schreie sie in den Wind. Das klingt doch schön. Du bist viel zu jung für so weise Worte. Dir und deinem Clan ist eine glänzende Zukunft beschieden. Ich würde gerne dazu beitragen. Nimm diesen Schlüssel. Wenn du in Cheopedum bist, geh zu meinem Haus am Hafen. Ein großer Baum steht davor. Darin wirst du einige meiner wertvollsten Besitztümer finden. Nimm sie an dich. Ich brauche sie nicht mehr. Du ehrst mich. Sieh es als Geschenk von der alten Garde an die neue. Odin sei mit dir, Dränger. Oh, danke. Okay. Dafür, dass du ein bisschen Musik anhören musst, war schon ordentlich. Ich sollte nach dem Haus des alten Wikingers Ausschau halten, wenn ich in Cheopedun bin. Da ist also über, ne? So, hier drüben, oder? Ja. Groß.
mit einem Baum nach vor. Dann schwimmen wir mal ein bisschen schneller hier. Ein Wurst mit einem Kranz. Warte mal, wenn wir nicht hier, Flieg, Freundin. Also wenn wir mal jetzt mal so gucken, also nur so aus Interesse, wie viele Bäume es gibt in dieser Stadt? Also, einige. Wenn wir mal gucken. Ja, bestimmt finden wir die Gebäude mit dem Atlas-Sicht, Odin-Sicht, Atlas. Voll auf Assassin's Creed. Voll auf der alten Schule Assassin's Creed, meine ich damit. Warte mal, da rein. Blum. Das muss das Haus des alten Wikingers sein. Ah, da. Er wollte, dass ich seine Sachen an mich nehme. Da machen wir das. Diese Kiste ist voller Lieder. Es muss lange gedauert haben, sie niederzuschreiben. Ich sollte sie ihm zurückgeben. Bist du schon tot oder umgekippt oder ich kipp gleich um? Will ich mich jetzt gerade verarschen? Ich dachte, ich kann jetzt ganz gemütlich die Hütte plündern. Brauche ich ein Boot oder irgendwie sowas wie in die Kiste? Kann sie bestimmt nicht rüber. Da hinten ist ein Boot, oder? Oder ist ein Langschiff? Ach, das ist schöne Schnodder. Müssen wir ein Boot suchen. Ich denke nicht, dass sie mit einer Kiste schwimmen kann. Oder kann sie mit einer Kiste schwimmen? Was soll denn passieren? Ist ja geil. Sie kann mit einer Kiste durch Wasser starten. Okay. Ist gut. Ich könnte nicht mit einer Kiste schwimmen. So, und dann wieder hier rüber. Gucken wir, wo es hier ein bisschen flacher ist, das Wasser. Wenn ich versinken hier. Schwenger. Doch, wie schön. Hier auf dem Boden. Du hast ein paar schöne Stücke hinterlassen, alter Mann. Ah, du bist zurück. Warum verschwendest du deine Zeit mit mir? In dieser Kiste sind all die Lieder, die du aufgeschrieben hast. Das kann ich weder annehmen noch vergelten. Du wirst sie sicher noch einmal ansehen wollen. Du solltest sie behalten. Die hatte ich ganz vergessen. Daran kann ich arbeiten, wenn ich meine Reise fortsetze. Nur die untergehende Sonne kann dir sagen, wann du anhalten sollst. Vielleicht nicht einmal die. Zum zweiten Mal hast du dir meine Bewunderung verdient. Bitte sag mir deinen Namen. Eivor. Eivor. Wenn die Götter es wollen, werde ich vor dir an Odins Tisch sitzen. Dort werde ich von dir sprechen. Und wenn die Zeit gekommen ist, dass du deinen Platz einnimmst, werden sie dich mit Namen begrüßen. Leb wohl. Weltereignis abgeschlossen. Die alte Garde. Und wieder ein Rätsel gelöst. Das ist schön. Dann schippern wir nochmal schnell rüber. Können an die Hütte. Na komm, wie ganz weit ist die da mit dem Schwamm? Ah, ja. Bin voll auf der Flucht heute, ne? Die Hütte war die hier, ne? Die steht in der Ecke und du daneben. So. Ja. So. Dann haben wir hier eine Truhe. Noch ein Gedicht. Nordisches Gedicht. Hm? Wieder eine Kiste? Will er die etwa auch noch haben? Er sagt nicht, dass er die auch noch haben will.
Nö. Ich will da nicht. Was ist mit mir? Ey, lass doch mal die Tür offen. Meine alte Leier. Hier noch was? Nö. Okay. Licht. Dann müssen wir hier runter. Guck mal kurz auf die Karte. Hier noch was offen ist dann. In Lancaster. Nö. Dann machen wir gleich die letzte Weltereignis. Markiere ich mir mal. Bitte schneller hinfinden. Bei meinem Orientierungssinn brauche ich eine andere Markierung. Dann rufen wir Wolfi. Also, oh, wir können angeln. Achso, ja, ich habe mir das Angeln freigeschaltet, indem ich mein Dorf die Angelhütte ausgebaut habe. Nur falls du weißt. So, wir haben ja noch zwei Fertigkeitspunkte. Die können wir auch noch gleich ausgeben. Wieder einen Rahmenbaum. Ausweichen ist auch immer gut. Oh, einen neuen Ast freigeschaltet. Leichen. Okay. Wird auch noch. Das Essen müssen wir auch noch ein bisschen sammeln, sehe ich gerade. Ah, das mache ich alles offscreen. Wie ich auch das Dorf ausgebaut habe. Da fehlen hier nur noch ein paar kleine Stufen oder so. Hey, Flachsamen. Das waren ein paar Flachsamen. Sag ich euch. Danke. Achso, da fehlt ein Fall. Okay. Ich bin ja schon still. Da oben. Aber was mich auch aufregt, dass jetzt hier YouTube hier, ich werde all meinen Freunden Video von diesem Glück blockiert hatte, nur wegen ich hielt dich für einen Musik Gauner und Schwindler. Aber du hattest unser Rahmendorf drin, oder? Also, unmöglich. Ja. Was hat sein kleines Herz so befeuert? Ah, mein bald höchst begehrter Zaubertrank. Ein Schluck davon lässt dich einschlafen und wenn du aufwachst, bist du auf einmal reicher. Diese Betrugsmasche ist mir neu. Es klingt wie eine, ja, ich weiß. Ich kann auch nicht erklären, wie es wirkt. Aber die Worte dieses Herrn eben sprechen für sich. Er und viele andere sind zu mir zurückgekehrt. Jeder erzählte eine andere Geschichte, aber alle waren am Ende reicher. Na gut, gib mir den Zaubertrank. Ich habe keinen mehr und die Herstellung dieses Tranks ist ein großes Wagnis. Willst du dich dieser Herausforderung wirklich stellen? Erst muss ich wissen, worum es geht. Sehr wohl. Es gibt zwei wichtige Zutaten, die du mir bringen musst. Bärenhoden und frische Flechten. Wo kann ich diese Zutaten finden? Etwas westlich von hier ist eine Höhle, in der Bären sich gerne an Trompetenpfifferlingen bedienen. Flechten wiederum wachsen draußen im Brunnen. Aber nimm dich in Acht. Okay. Draußen im Brunnen? Ah, hier. Ich will auch fliegen. Egal. Höhlen. Eine Höhlen. Ah, da. Bestimmt. Gehen wir mal zu der Höhle. Und deren Fell ist aber schön. Wow! Wer denn? Was seid ihr denn, zwei Pfadmeier? Du kannst den Tag deiner Geburt verfluchen! Ja, Beat, ist in Ordnung. Ich hab gerade nur mit jemand anderem gekämpft. Nur. Das hier brauche ich von dem Bären. Ruhe. Wer bist du denn? Das Wichtige. Was ist mit dir denn los?
gucken wir mal, was in der Höhle noch ist. Irgendwas essen. Ja, das ist voll. Schön. Haben wir jedenfalls ein bisschen Silber noch gefunden. Oh, Butter. Noch ein bisschen mehr Silber. So, seine Bärenhuden haben wir schon mal. Da steht ein Pferd. Na, soll ich beim Brunnen Flechten finden? Aha. Die sollte ich nicht essen. Für das Gebräu des Trankmischers. Dann bin ich mal gespannt, was jetzt rauskommt. Na, kann sie auch mal jetzt da rauskommen, bitte? Danke. Mach doch mal eine Flocken. Hier, ich habe, worum du mich gebeten hast. Sehr gut. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Ja, der Trank wird in Kürze fertig sein. Da haben wir es. Einmal den Trank des wundersamen Reichtums. Mhm. Viel Spaß. Bärenhuhn. Und tschüss. Und trink noch einen Schluck. Und jetzt wird sie ausgeraubt. Oder andere Sachen. Naja. Oder ich habe 1 Milliarde Silber. Verfluchter Trankmischer. Nicht? Ich würde sagen, der hier hat denselben Trank getrunken. Ist hier gelandet und hat es nicht mehr hinausgeschafft. Ich sollte zurück zum Trankmischer. Vielleicht weiß er, was passiert ist. Hier schon mal? Schon. War da meinem Waschen, ne? Mann, jetzt schwimm noch mal. Ey, was ist denn das hier für eine... Ja, ihr lacht euch bestimmt jetzt gerade einen Ast ab, so wie ich mich gerade aufrege. War schon mal hier. Sag ich doch. Hm. Nee. War noch mal der Ausgang. Der war hier unter Wasser. Also. Bin mir aber nicht sicher mehr. Ah, hier. Ha. Kriegt der Typ 1 auf den Deckel und dann ist Feierabend. Sonst ist hier nichts mehr. Außer Fische. Ey, war hier in deinem Wasserfall. Ja, ja. Hier war ich schon mal. Das finde ich interessant, dass man immer wieder hier hören kann. Da bin ich nämlich hier durch diesen Brunnen. In diesem Wasserfall. Was ist denn der Zweck von ihm? Och, ey. Sonst klettert hier auch wie eine Bergziege. Und jetzt, ich komme nicht da hoch. Sind 170 Meter entfernt. Nee, ich gehe jetzt nicht so lang. Ich gehe hier so lang. Wir werden zu dir nochmal hinkommen. Ach, da oben ist ja auch noch der Nucky da. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ach, hier unten. Ach, du Scheiße. Hä? Ach, da.
Den Akten brauchen wir jetzt noch nicht machen. Ist ein anderer District. Kommt in ein anderer. Reichtum. Bei den anderen komplett schon, das ist schön. So. Markieren und dann nach hinten. Da springe ich über die Mauer. Bestimmt ist 2 Meter rechts dann oder links ein Tor. Hatte ich es nicht gesagt? Hatte ich es nicht gesagt? Doch nicht. Naja. Reiten wir wieder zu diesem Macho-Macher. Dann kriegt er eins auf den Sack und dann ist Feierabend. Und reicher bin ich auch nicht geworden. Doch, ich wäre reicher, wenn ich nicht vorher in der Höhle schon gewesen wäre. Weil sonst hat er mich verarscht. Du, Trankmischer. Was ist passiert, nachdem ich diese Pisse getrunken hatte? Woher soll ich das wissen? Ich sagte doch, ich kann es mir auch nicht erklären. Ich weiß nur, dass der Trank bei dir recht stark gewirkt hat. Du bist hier rausgestolpert und dann durch den Wald gerannt, als hättest du etwas gewittert. Es war wirklich wild. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Schön, dass du wohlauf bist. Und dein Reichtum ist gewachsen, oder nicht? Könnte man sagen. Ich bin in einer Höhle aufgewacht, neben einem Toten, der einen Schatz umklammerte. So eine Geschichte hatte ich bisher noch nicht gehört. Ich glaube, es war einer deiner Käufer. Nur, dass der nicht so viel Glück hatte. Vielleicht sollte ich diesen Zaubertrank erst einmal ausmustern. Zumindest, bis ich besser verstehe, was er bewirkt. Gute Idee. Weltereignis abgeschlossen. Auf deinen Reichtum. Auf deinen Reichtum? Okay, das war wieder eine Folge Assassin's Creed. Valhalla, wenn ich... Ich gucke aber erstmal noch kurz, bevor ich jetzt noch meinen Schlussspruch sage. Ja, also das war wieder eine Folge von Assassin's Creed Valhalla. Diesmal mit den Weltereignissen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Die Infos, wo welches Weltereignis ist, ist in der Videobeschreibung. Oben rechts in der Infokarte ist ja wie immer die Playliste. Und am Ende ist auch nochmal in Abspann auch die aktuelle Playliste. Und wenn ein neues Video online ist, dann ist es auch da verlinkt. Bis dann, euer Shadowbroker80. Ciao, ciao.